Die Bundesregierung hat Banken, die Hilfe brauchen, 500 Milliarden Euro angeboten. Das ist ein unglaublicher Betrag. Eine Summe mit wie vielen Nullen? Ja, 5 mit 11 Nullen hinten dran. Wie beim Fußball. Ja, das haben Sie jetzt gesagt. Ja, dazu stehe ich auch. Und wie viel das genau ist, das kann sich unser Eins ja gar nicht vorstellen. 500 Milliarden Euro. Wir haben das mal in Scheine umgerechnet. Wie groß ist der Stapel? 500 Milliarden in 50-Euro-Scheinen gestapelt. Empire State Building? 20, 30 Kilometer wahrscheinlich. 2,50 Meter. Halb so groß wie mein Standl. Von hier bis knapp zum Mond. Ich weiß nicht, ob man an den Everest rankommt, aber das wäre jetzt so meine Größe. Nicht ganz. Das hier ist der Mount Everest. Wenn wir mit Geldbündeln als Bausteine einen Turm bauen würden, dann müssten wir 100 Millionen solcher Steine verbauen. Unser Turm wäre 1100 Kilometer hoch. Das ist 122 Mal so hoch wie der Mount Everest. Oder, flachgelegt, die Strecke Salzburg-Flensburg. Und als Fläche ausgelegt? Etwa Größe eines Sportplatzes. Es wird schon ein paar Kontinente abdecken. 5000 Quadratmeter. Wie das Land Bayern wahrscheinlich. Es wird sehr wahrscheinlich unsere Erde bedecken schon bald. Daneben, wenn man alle 10 Milliarden Scheine aneinanderlegen würde, ergäbe sich eine Fläche von ca. 100 Quadratkilometern. Das entspricht in etwa der Größe der Stadt Mainz. Ebenfalls rekordverdächtig, würden die Banken die 500 Milliarden Euro tatsächlich in Anspruch nehmen, stiege die Pro-Kopf-Verschuldung aller deutschen Bürger um 6.000 Euro an, auf rund 24.400 Euro. Auch noch eine Menge Geld, kein Wunder, dass es einen da umhaut. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, uns solche Beträge vorzustellen? Ja, das kann man, glaube ich, nicht wirklich genau sagen. Aber unser Gehirn scheint nicht gut zu sein, Dinge, identische Objekte sich vorzustellen, deren Zahl hoch ist. Ich habe Ihnen noch mal ein Experiment mitgebracht, Frau Heller. Ich habe da Nüsse unter diesem Becher und den decke ich jetzt mal auf und dann sagen Sie mir, wie viel waren das? So schnell konnte ich jetzt nicht mitzählen. Ich schätze jetzt mal bis auf diese eine plus x. Ich würde mal sagen 11. Es sind 17. Und warum kann ich das nicht? Warum kann ich mir das nicht genau vorstellen? Nun, die Konsequenz daraus, dass wir das nicht können, ist die Erfindung der Mathematik, dass man abzählen kann Dinge. Ja. Weil wir offensichtlich von der Evolution her in der Natur es nicht nötig hatten, Dinge zu erfassen, die eine große Zahl identischer Objekte sind. Also größer als 6 ungefähr die Zahl. Also bis 6 reicht das normale Vorstellungsvermögen.